So. Ach ja, ach ja. Es sieht halt einfach cool aus. Sehr schön. Und mein Bogen ist schön. So. Pythia soll mir suchen. Ah. Genau, Sarah, hast du jetzt schon Schokolade bekommen oder hat das nicht geklappt? Nicht? Bitte, bitte, Bubu. Okay, eigentlich habe ich es aktiviert. Und ich habe jetzt auch nicht irgendwas gelesen von wegen, dass das kann man nur, wenn man affiliate ist. Bei Treuepunkte. Hm. Dann könnte ich es eigentlich nicht aktivieren. Warte mal. Beziehungsweise also ihn von den Treuepunkten jetzt auskesseln. So. Genau, hier rüber müssen wir. Ich hole mir mal ein Pferd. Pferdi. Ella. So, ach, schön. Ich hoffe, wir kommen hier zur... Ja, doch, denke ich schon. Ich habe übrigens das dunkle Pferd. Ich habe das genommen, weil das ist ja das Kriegspferd, deswegen, ja, aber wahrscheinlich ist es Schnuppe, also. Ach, ich bin schon in der Nähe. Ach, da unten ist es. Und los. Nee, doch nicht. So, dann hole ich mal meinen Vogel. Das Orakel versteckt sich da drin. Endlich erhalte ich Antworten. Warte, was war das gerade? Haben die mich entdeckt? Da war gerade so ein Düdü. Das war... Ah. War das der Sound für die Söldner? Ich glaube schon. Jep, okay. Okay, Fun Fact, ich hatte den Ort schon aufgeräumt, bevor ich die Mission hatte und dann war nur der eine Söldner da. Wird die Pythia so gut bewacht? Oh ja. Plumps einfach runter. Das ist fein. Nein! Was? Bisschen eingerostet, die Gute. War vollkommen ihre Schuld. Au. Steck fest. Okay. Kommt man da rein, ohne jemand zu töten? Wäre natürlich cool, wenn der jetzt rausgeht und dann kann ich einfach da rein. Ich will nur antworten. Die Pythia ist ein heiliges Gefäß der Götter. Die Menschen reisen für meine Antworten um die Welt.
Aber keiner würde es wagen, in mein Haus einzubrechen. Apollons Zorn wird grausam und schnell sein. Wachen! Du solltest vor mir Angst haben? Bitte, ich muss das wissen. Ja, ich versuch's mal freundlich. Ich suche nach meiner Familie. Und auf meinem Weg lügen mich die Menschen entweder an oder versuchen, mich umzubringen. Du bist die Erste, die vielleicht Antworten für mich hat. Aber sie töten mich, wenn ich sie dir gebe. Nicht, wenn ich sie zuerst töte. Hilf mir und dir wird nichts geschehen. Das verspreche ich dir. Also gut. Aber stell deine Fragen schnell. Je länger du hier bist, desto riskanter ist es für uns beide. Gut, was ist der Kult des Kosmos? Warum arbeitest du für sie? Woher hast du die Version? Ich fange mal von oben an und arbeite mich dann nach unten. Was ist dieser Kult des Kosmos? Sie sind die Augen, die sehen, aber nicht gesehen werden. Schluss jetzt mit den Rätseln. Ich brauche Namen. Die kenne ich nicht. Ich schwöre es. Sie verstecken sich hinter Masken und Tüchern. Okay, warum arbeitest du? Warum stellst du dich in ihren Dienst? Ich habe keine Wahl. Diese Prophezeiungen der Götter für all diese Menschen. Du wurdest bezahlt, sie zu täuschen? Die meisten fragen mich nach der Liebe oder dem Tod. Denen sage ich, was sie hören wollen. Aber wenn mich Menschen zu Politik oder dem Krieg befragen, bezahlt mich der Kult sehr gut dafür, dass ich ihnen sage, was der Kult sie hören lassen will. Das war ja irgendwie klar. Du sagtest, du hast mich in deinen Visionen gesehen. Was war's genau? Unter dem Tempel des Apollon liegt ein Artefakt. Es deckt auf, was nur die Götter wissen sollten. Du nanntest mich das Kind auf dem Berg. Der Kult sucht nach einem spartanischen Kind, das den Fall von einem Berg im Taygetos-Gebirge überlebte. Das Artefakt offenbarte, dass du dieses Kind bist. Okay. Das ist deine Chance, das Richtige zu tun. Sag mir, wo ich den Kult finden kann. Sag mir, wo sie sind. Oder wir suchen gemeinsam nach ihnen. Unter dem Tempel des Apollon liegt eine alte Kammer. Ich glaube, dass sie sich dort treffen. Aber ohne Maske und Mantel wirst du es keine zwei Schritte weit hineinschaffen. Und woher bekomme ich so etwas? Mich besucht ab und an ein Mann. Er vergewissert sich, dass ich gut behandelt werde. Ich besitze das größte Haus in der Chora von Delphi. Und dennoch gibt er mir Drachmen für meine Mühen. Boah, ich finde ihn unheimlich. Wie heißt er? Elpenor. Elpenor? Er gehört zum Kult? Den kennen wir doch. Das weiß ich nicht sicher. Aber wenn, dann besitzt er die Sachen, die du brauchst. Weißt du vielleicht, wo ich ihn finden kann? Südlich des Tals der Nymphe liegt eine Festung. Angeblich führt er dort seine Geschäfte. Das war hilfreich. Möge das Licht des Apollon dich zu deiner Familie leiten. So viel zum Feingefühl. Ich sollte Herodotus erzählen, was die Pythia über den Kult gesagt hat. Vielleicht weiß er Rat. Ich gehe da mal. Na gut. Alter, ich mach den ja kaum Schaden. Au. Nein, das ist unfair. Du kannst mal rennen. Danke. So. Upsi. Oh, Cam. Das war lustig. Oh, die kommen ja hoch. Naja, sie kommen fast hoch. Okay. Ah.
Das war gerade lustig. Die sind jetzt alle zusammen, das ist ein bisschen doof. Kann ich den jetzt snipen? Na gut, dann snipe ich die hier hinten. Also snipen, also. Da habe ich... Siehst du was? Hier kam niemand lang. Luft weiter. Verstehe. Gut, egal, dann gehe ich halt. Ich meine... Ja. Das passt ja. Ich mache das dann nächstes Mal. So, da muss ich da unten hin. Ein Eindringling? Ich stehe hier einfach nur. Keinen Schritt. Komischer Typ. So, sprich mit Herodotos. Gut, dann sprechen wir mal. Also, was hat dir die Pythia erzählt? Der Kult des Kosmos verfolgt mich. Aber jetzt mache ich Jagd auf ihn. Sie treffen sich in einer geheimen Kammer unter dem Tempel des Apollon. Also ist alles wahr. Wenn der Kult eines geschafft hat, dann diesen alten Mann zu täuschen. Ich kann nicht ohne Maske und Mantel dort hinein. Sie sind die Erkennungszeichen des Kults. Der Tempel des Apollon ist bei der Höhle von Gea. Nicht schwer zu finden. Aber Maske und Mantel eines Kultisten? Wie willst du so etwas bekommen? Die Pythia hat mir einen Tipp gegeben. Wenn ich soweit bin, treffen wir uns am Tempel. Aber erst töte ich Elpenor, diesen verdammten Lügner. Oh yeah. Das wird schön. Das wird schön. Die Wahrheit will heraus. So. Dann schauen wir mal Quest. Genau, Schlange im Gras. Nikolaus hat Cassandra vor Schlangen im Gras gewarnt, als Elpenor versuchte, sie an der Anlegestelle der Pilger zu töten, streifte er seine Haut ab und zeigte sein wahres, tödliches Gesicht. Das Gesicht, das tödliche Gesicht haben wir davor auch schon gesehen. Das war sehr, nicht sehr schön. So. Beziehungsweise der sah doch von Anfang an so aus, als würde er so, ich töte dich. Das zerlege ich, ne? Den zerlege ich hier auch. Zerlegung, die totale Zerlegung. Okay, die kann ich nicht. Seltener, wer war denn das? Ach, der Flüchtige, den haben wir noch nicht getötet. Pelagon, der Forscher, hat bereits an Schwierigkeiten, sich mit Worte auszudrücken. Die Menschen seiner Heimat, Palenia, können es bezeugen, ein Streitkommen verhindert seine absichtlichen. Okay. Herzfehler, höherer Schaden durch Attentate. Ach, na toll. Geringer Schaden durch Nahkampfangriffe. Ah, ja, okay. Das erklärt so einiges. So, 600 Meter Richtung. Norden. Komm schon. So, dann mache ich mal Autopilot an.
So. Das hat man eigentlich überdeutlich gesehen, ja. Ist aber meistens so bei Ubisoft-Spielen oder allgemein bei Spielen. Es kommt echt sehr selten vor, dass irgendwelche Charaktere einen 180-Grad-Wendung machen. Und ja, wirklich überraschend sich verhalten. Tempel der Artemis. Guten Tag. Warte mal da. Ich will mal kurz schauen. Ja, schrei doch nicht so. Da ist ein Ausrufezeichen. Töchter der Artemis. Ah, das schaue ich mir mal an. Und los. Übrigens die Festung. Warte mal. Das lese ich gleich. Ich kann jetzt keine Hirsche mehr sehen. Durch die eine Quest. Ah. Das mag ich am liebsten, wenn sie so schnell. Ah, sieh nicht, warte ein paar Level bitte. Ja? Okay. Dann warte ich ein paar Level. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was das für eine Quest ist. So. Kann ich da... Ich glaube, das ist auch eine gesperrte Zone. Na los. Ja, die ist rot. Tja, dann mache ich mal unauffällig einen Schlenker. Uiuiui. Und geh dann später rein. Warte. Du hast doch ja gesagt, dass ich die Quest, wo ich gerade bin, nicht machen soll. Meinst du, die Hauptquest soll ich noch nicht machen? Warte, ich schau mal. Also, ich kann ja mal hier schauen. Aber ich habe gesagt, du sollst dir die Quest holen, die Artemis. Hä, hast du gar nicht? Wo denn? Ich war gerade bei... Nee, egal. Okay. Dann... ja... Egal, dann gehe ich ja nochmal zurück und hole mir nochmal das da. Und dann mache ich so ein Kugelding. Schon. Na schön. Sarah, mir fehlen gerade die 1% von unserem Gehirn, die synchron sind. Ja, nein. Da war der Weg gerade nach oben. Bist verpasst. Ui. Dann wollen wir mal. So. Was hast du hier zu suchen? Oh ja, okay, ich kann auch wieder gehen. Diese
heiliger Boden. Du solltest nicht hier sein. Nun, geh oder sage mir, was du willst. Wer bist du? Ich bin eine Reisende, ich bin eine Söldnerin. Ja, machen wir mal die Wahrheit. Eine Söldnerin. Ich will keinen Ärger, aber wenn du welchen suchst, leg los. Dein Name? Ich bin Cassandra. Manche nennen mich die Adlerfrau. Ich bin Daphne, Anführerin der Töchter der Artemis. Und du bist vielleicht genau die, nach der ich gesucht habe. Und wer wäre das? Eine Kriegerin, eine Jägerin, eine Verbinderin unserer Welt mit der der Götter. Eine, die sich meiner Herausforderung stellt. Okay, ja. Wenn du es so formulierst, wie könnte ich da ablehnen? In der Nähe gibt es einen Eber. Töte ihn und bringe mir sein Fell. Ich soll ein Schwein erlegen? Er ist kein gewöhnlicher Eber. Sehen wir, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Töte ihn und bringe mir sein Fell. Ich werde warten mit deiner Belohnung. Ein Eber? Töchter der Artemis. Ein Eber. Level 13. Schaffen wir den auch jetzt? Wahrscheinlich nicht. Griechische Welt, griechische Welt. Rubinator hat es gleich gemacht und hat so hart geflucht. Okay. Okay. Vogel. Ich glaube, hier oben ist er. Übrigens, Sarah, wir spielen gerade Odyssey. Kannst du das mal ändern? Oh, hab ich schon wieder voll vergessen. Hab vergessen, wie oft er gestorben ist, aber sehr oft. Oh, okay. Tja, das ruft nach einer Challenge. Ich würde sagen, wir machen jetzt, wir gehen jetzt da hoch, holen uns ein paar Nachrichten. So, und dann machen wir das da, weil, ja, Stufe 12 ist ja gut. Und dann machen wir ein paar weitere Nebenquests. Und dann holen wir uns das Wildschwein. Zu Tisch, es gibt Wildschwein. So. Ja, nee, ich fange immer mit Just Chatting an. Geh mal kurz auf Fähigkeiten. Das habe ich geskillt. Also ein bisschen Bogenschießen. Ah, genau, das mit den Tiere zähmen. Das falte ja Rake. und genau, das Attentat. Ja. Na los. Oh, da bin ich mal sehr gespannt, wie wir mit der Festung zurechtkommen. Ich hoffe nicht so wie das letzte Mal, Sarah, als nur da um 12 Uhr oder so. Da war ich ja gerade mit der... Wer hätte gedacht, dass der Krieg Lalaria erreichen würde? Da war ich ja gerade mit der Festung fertig und dann war nur noch einer da und der hat mich dann getötet. Oh, das war... Ja, komm. Das war so nervig.
So, Auftrag. Klingen der Gerechtigkeit. 3 Tage, 23 Stunden. Die griechische Welt ist von einer Plage befallen. Wir wollen aber keinen Krieg beginnen, also töte sie möglichst lautlos. Okay. Kopfgeld für eine Söldnerin. Ich bin eine Priesterin der Aphrodite. Ich liebe alle außer Kleino, die Vatermörderin, die mich nur benutzt und nie geliebt hat. Ihr Blut zu vergießen ist meine einzige Rache. Nehmen wir auch? Oder jetzt noch nicht. Hier ist 4 für Level 12, das ist gut. Kopfgeld für einen spartanischen Soldaten. Dieser Soldat ist nicht dazu geeignet, Sparta zu dienen. Die Götter wissen, was er getan hat, aber ihr müsst nur wissen, dass er den Tod verdient hat. Nochmal für spartanische... genau, die Götter sagen, dass die Spartaner sterben müssen. Ich weiß, dass das stimmt. Ehrt den Willen der Götter und ich zahle euch gut Drachen. Schutz im Tod, grabräuberische Abschaum. Nehmen wir. Athener Schiffe können Spartanische nicht mithalten. Tobender Krieg. Die Athener Streitkräfte unternehmen in den anstehenden Schlachten einen wichtigen Vorstoß gegen Sparta. Sie werden Unterstützung brauchen. Oh, und da können wir Athen unterstützen gegen Sparta. Interessant. Warte, welche Sanduhr? Das sind Zeitaufträge. Ja, ich weiß schon. Genau. Ja, die beiden können wir ja machen. Also, vor allem der da ist ja gleich da. Grabräuberischer Abschaum und ja, wobei, deshalb werde ich wahrscheinlich nicht machen. So, mehrere Quests angenommen. So, dann wollen wir mal. Also. Sprich mit der Hexe? Oh, die ist da am Arsch der Welt. Wow. Ah, hier ist noch eine Nachrichtentafel. Cool. Und hier ist ein Schmied. Ja, wir können ja hier eh noch nichts machen, ne? Dann hole ich mir das da und gehe dann zur Hexe. Die ist ziemlich gut mit der Panflöte. Ich geh mal. Entschuldigung. Vor allem, dass sie das halt vor allem all den Zuschauern macht. Düt, düt, düt. Das war die Erfinderin des Loops. Die hat das schon in der Antiken gemacht. Soll ich hier mal schwimmen? Wer fällt ein, ist das Beste. So. Warte, ich wette, das macht überhaupt keinen Sinn, was ich gerade mache, aber es ist lustig. Weil hier oben muss ja irgendwo der... Warte, kraxel ich gerade auf dem falschen Hügel? Warte mal. Nee, genau. Links von mir. Ah, ich wette da, ja. Dann war es ja doch nicht so sinnlos, was ich gemacht habe.
Ja, ist immer wieder schön. Hephaistos-Quelle. Sehr schön, sehr schön. Jo. Weil die Natur hier ist echt geil. Na komm. Und so, ich hol mal noch nicht das Pferd, weil hier bringt es, glaube ich, wenig. Da ist ein Stein. Nein, doch nicht.